Hallo Leute und schön, dass ihr wieder hier seid beim Bausimulator mit der Mistkäfer. Und mit dem Adcraft, der da drüben. Keine Ahnung, wo du bist. Genau auf dem Weg zu dir. Du hast wohl jetzt doch gefunden, unsere Baustelle auf der Karte. Genau, weil ich gesehen habe, wo du sein. Du hast mich beobachtet? Ja. Ich habe Spectate der Mistkäfer und schon hat's geklappt. Ich finde nett, dass du die Rampe schon runter machst. Warum nicht? Ja, passt ja wohl. Hallo! Gott. Was will man nicht sagen? Dieser Fuscher. Hallo. Jawohl. Ich fahr weg. Okay, ich fahr weg. Nein! Nein! Nein, mein Rad! Warum ist eine Stützfüße eingefahren worden? Die sind doch eingefahren. Nein! Ich bin vor dir! Putscher, du! Putscher. So. Putscher. Du weißt doch, was man dann immer hier. So. Anders, wenn es so nicht geht, dann vorwärts. Gut. So. Wie kriege ich denn jetzt den blauen Auftrag auf, indem ich da drauf drücke? Okay, dann klappt das. Das sieht natürlich wieder klasse aus, wie ich das hier mache. Und was wieder nur Push? Ja, natürlich, klar. Er fährt in der Ecke rund. Klar, doch, wird alles werden irgendwann mal. Hier wäre ein Auftrag, den Bagger abzuladen. Das müssen wir auch noch machen. Ed, wie wär's, wenn du dort drüben ja diesen Kram aufstellst? Aha, ich werde gleich dich aufstellen, was das ist. Dich schon mal um die Herbringung dieses Geschosses. Hallo! Das kommt davon! Ich bin an. Jetzt hör auf! Weißt du, was passiert? Wenn du gegen mich knallst, dann stirbst du! Nein, ich bin Hulk! Ich bin unsterblich! Ja, in diesem Spiel vielleicht nicht. Ja. Ja. Okay, das war der Einser. Den brauche ich nicht. Ich brauche den. Zweier vielleicht? Mit Leon da X. Ah. Ich brauche. Das weiß keiner. Die klare Zugmaschine 4. Nein. 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 Auch falsch. Dann haben wir noch 3. Ja, da ist er doch. Steht für sein Fahren. So, jetzt machen wir den Rest auch noch hier ordentlich fertig und dann haben wir es geschafft. Ja, dann müssen wir einen Kran holen. Nach Hause. Na, noch nicht instantly, aber. Aber nimm mal lang. Gut, kann sein, ich hab mir die Mission nicht durchgelesen. Ja, okay, du musst ja noch bohren und sei sauber. Das ist ja nur, klar. Du kannst dich ja schon mal drum kümmern. Es dauert ja wieder ein paar Folgen. Meist den Kran Dings hinbringen. Ja. So, ich hab's schon geschafft. Wow, 20.000 haben wir schon verdient. Verdichte den markierten Bereich. So, jetzt muss ich rüber. Pass auf der anderen Seite. Ja. Oh. Da steht aber gerade was auf meinem Dings. Ja, ich dachte, du musst rüberfahren. Durch den Bach durch, fertig. Wir können den großen Kran aufbauen, dann das Gerät nehmen und rüber hieven. Ja, sicherlich. Das ist halt unser Problem jetzt, dass wir rechts und links arbeiten müssen bei dieser Baustelle. Ja. Aber nervt so ein bisschen, weil wir vor allem rechts und links immer jeden auf Schricks so machen müssen und erst dann zweitens alle Maschinen von links nach rechts hieven. Ich hoffe nicht, dass wir Kran umdingen müssen.
Nee, den nicht. Weil sonst sage ich dir, weißt du, was den Krieg an. Ups. Ich fahre jetzt hier wieder hoch, ich fahre jetzt hier wieder hoch, ich kann das, Alter, ich kann das. Dann ist gut, wenn du das kannst, bin ich beruhigt. Deine Stützfüße sind nämlich nicht eingefahren, die hinten sind nicht offen. Ja, ich weiß. Die Rampe war noch nicht zu. So, ich fahre hier schon mal wieder los. Schau mal, welche Routen uns bleiben. Wir könnten oben rumfahren. Schlecht, wir müssen unten rumfahren. Wir könnten oben rumfahren. Schlecht. Ach Gott. Ich fahre auch wieder ganz woanders hin wahrscheinlich. Nicht dahin, wo ich wollte, genau. Ist mir gerade so eingefallen. Ja, so zieht man halt das Spiel in die Länge, indem der Arbeiter wieder zur anderen Seite rüberfahren muss. Genau, immer von A nach B fahren und dann wieder nach C. Wir müssen immer von A nach B fahren, von C fahren. Wir würden uns gerne mal sowas wünschen wie irgend so eine Lieferkraft. So, ich sag dir hier, liefer mir dieses Fahrzeug dahin, das geht zwar, wir können jumpen, aber schon irgendwie anderweitig. Genau, jemand einstellen. Dass man Bestellungen macht. Ja. Sei nicht mit Möd, die wohl hat am Anfang mal mitgespielt und jetzt. Tja, weißt du, wie das ist? Wie wäre es mit der Frau? Ah, war's nicht so einfach. Weil auf der anderen Seite, ich bin gerade mal auf der anderen Seite drüben. Du solltest ja eigentlich auch hier gleich lang kommen. Also bist lang gekommen, zumindest. Durch Grünzahn. Ich brauche jetzt ein Auto. Du warst ja beim Kieswerk. Das geht ja hier irgendwo zum Kieswerk. Meiner Meinung nach. Das war der falsche. Vulkan 1. Verdichten eingeschaltet. Weil hier drüben gibt es nämlich keinen so wunderschön abgesperrten Kranplatz wie auf der anderen Seite. Ja, das heißt, da brauchen wir keinen Kran dort. Vermutlich dann. Vor allem, wie ich dich dort drüben sehen kann oder eigentlich nicht zu dir rüberkommen oder eigentlich. Also gut. Den Rest der Baustelle. Ich kann sagen, du kannst mich ja gar nicht sehen. Bin doch fast zu Hause. Bei deiner Mutter. Genau so sieht es aus. Nee, beim Hulk, unserem Arbeiter. Beim Hulk. Beim Chef. Ich Chef, du nix. Ich Chef, du nix. Wow, eine Kurve gedriftet. Und über die Bank, durch die Ampel und geradeaus. Verdichten war früher irgendwie schlimmer. Wo wir beim Sportplatz waren, in der Session 1, beim Ad. Ja, da war noch ein bisschen katastrophalisch. Ja, du fährst hier rüber, ach, das ist fertig einfach und dann passt das Ganze. Chef Frieden, ich Frieden. Chef, nix gut Frieden. Das da mit dem Walzenzug kann ich eigentlich auf die andere Seite fahren, obwohl ich lasse den erstmal dann hier stehen, alles. Weil du weißt eh, vielleicht prime ihn noch, vielleicht nicht. Ja, wenn aber der erste wahrscheinlich auf der anderen Seite braucht. Ja, aber dann fahre ich ihn sinnloserweise auf die andere Seite. Somit bleibt er stehen. Somit bleibt einfach der Scheiß hier stehen. So wollte ich das jetzt auch nicht ausdrücken, aber so in der Art. So, jetzt muss ich doch mal zurücksetzen, weil die ganze Zeit im Kreis fahren geht am Ende auch nicht. Irgendwann geht's nicht. So, mach hätten wir das auch. Kranplatz frei. Oh, kann man das fixieren hier? Mach den Baustellenbereich frei. Okay. Den Baustellenbereich frei. Ja. Meine Aufgabe 39 von irgendwas. Aufgabe 2 von 76. Ah, das wird schön. Soll ich denn nämlich jetzt sagen, wo er jetzt den Schneidschuh haben will? Also, er macht das parallel. Er zeigt mir jetzt auf beiden Seiten die Aufträge an. Okay. Auf beiden Seiten zeigt er jetzt nämlich den Schneidschuh. Tja, dann hast du was zu tun. Seid so befestigt. Das heißt, wir müssen in das wohlgeliebte Trebo-Gerät.
Wohlgeliebt, sagt er. Muss ich dir mit dem Kran wieder helfen, oder was? Ja. Ja, ich komme eh. Ich bring dir gerade einen Teil vom Kran. Ja, mit dem großen bitte nicht. Ach so, schade. Ja, Leute, aber wie ich ihnen das helfen werde, das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer unter die Lupe an. Unter die Lupe. Oh, das Auto hat mich voll abgedrängt. Gott. Oder auch nicht, denn das sehen wir ja erst in der nächsten Folge. Tschüss. Also, bis dahin. Tschüss.